Stop? Ja, genau. Oh, was ist das da oben? Ein Milan. Ja, was für ein schönes Bild, ne? So, und jetzt kann ich euch genaue Infos geben. Ist es eine V1 oder eine V2? Tommy fühlt sich ja nicht ganz wohl. Das sind so Gebäude, wo er Angst hat. Na, das seht ihr hier. Er sagt jetzt ständig Maschine, Maschine. Was bedeutet, er möchte wieder ins Auto zurück. Also er fühlt sich nicht wohl. Tommy, hattest du auch Spaß? Hat es dir gefallen? Du warst auf jeden Fall sehr, 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 sehr tapfer. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Thank you.
Tommy, ne? Das bist so. So, hallo liebe Freunde, heute, wie ihr hinten sehen könnt, da hinten im Bild, ich zeige auf die Kamera, das sieht bestimmt albern aus, aber scheißegal, und es fängt schon wieder an mit Regnen, oh Mama mia. Wir wollten uns eigentlich heute mit euch Peenemünde angucken. Ne? Kennt ihr sicherlich, habt ihr schon gehört, ich erkläre es euch später nochmal, für die, die es nicht wissen. Aber ich gehe jetzt erstmal nochmal ins Auto, weil es fängt wieder an mit Raschen. Anna, es fängt schon wieder an mit Regnen. Du kannst mal Hallo sagen, wir starten das neue Video. Hallo. Oh, was ist das da oben? Ein Milan. Ja, warten wir jetzt, bis diese schwarze Wolke weg ist. Aber ich glaube, das macht ja keinen Sinn. Das wechselt hier in Minutentakt das Wetter. Also wie im April, obwohl wir eigentlich Mai haben. Ne? Ja, 5. Mai heute. Geburtstag meiner Cousine Nadine. Alles Liebe zum Geburtstag. Tommy, der Zaun ist historisch. Der ist schon fast 100 Jahre alt. Wenn er nicht sogar schon 100 Jahre alt ist. Das scheint ja auch ein altes Gebäude zu sein. Ne? Vielleicht ein Wachgebäude, Wachlokal, so wie das aussieht. Und hier mal ganz kurz zur Übersicht. Zum Flugplatz, da waren wir gerade. Aber jetzt bei dem Wetter nicht so interessant. Ja, also hier steht jetzt nicht viel dran. Naja, wir wollen auf jeden Fall ins Museum von Peenemünde. Ne? Da sehen wir einiges. Und hier ist das alte Wachlokal. Und hier hinten seht ihr das Hauptgebäude. Auch von der Ausstellung. Na, hier haben wir es doch auf dem Foto. Da ist eine V1-Rakete. Und hier ist die S-Bahn, die Arbeiter hierher gebracht hat. So, muss ich mich aber sputen, sonst sind die weg. Ach so. Ja, das Wetter ist jetzt nicht so schlecht, außer dass es ab und zu mal regnet. Es ist eigentlich sehr mild. Ich glaube, so um die 15 Grad haben wir. Und hier vorne ist der Eingang zum Museum. Da müssen wir jetzt so und so mal gucken, ob wir überhaupt filmen dürfen. Das ist die Phänomenta hier drüben. Das ist sehr interessant. Da kann man Physik oder überhaupt Technik live erleben, ausprobieren. Hier noch so eine Infotafel. Naja, wir schauen mal, ob wir filmen dürfen. Aber es wäre auf jeden Fall
sehr interessant fürs Video, für euch. Und ihr seht das hier schon am Eingang, wie dick die Mauern hier waren. Also das war hier so ein bunkerartig, und wenn ich mich so richtig erinnern kann, hier haben sie ja die V1-Rakete ertestet und durch solche Fenster haben die beobachtet. Ich glaube, das war dieses Gebäude. Aber wir gucken mal. Na, geh rein. Denkst du, das ist nötig? Hier war schon mal ein Symbol, dass Filmaufnahmen verboten sind, aber ich frage mal. Ja, Freunde, also wir sind reingekommen und hier seht ihr die Anlage. Erstmal der Außenbereich und ja, ist schon gigantisch. Ne? Ich glaube, diese Fabrikhalle hier hinten, also die war ja getarnt als Fabrik, als Kohlekraftwerk oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich lese mich dann noch mal ein, ich war schon ewig nicht mehr hier. Deswegen sieht das so aus, aber es war eigentlich, ich glaube, die Versuchshalle. So, na, das ist doch mal ein Strandkorb. Ich glaube, hätten wir den zu Hause, war der Tommy ständig drin. Ja, was für ein schönes Bild, ne? Seid ihr auch regengeschützt? Tommy, das gefällt dir hier, ne? Na, ganz genau. Na komm. Na komm. Ja, und da hinten haben wir doch schon die erste Rakete. Anna, und für was sind die Namen? Weiß das nicht. Ach, Gedenkstein. Das ist ein Gedenkstein für 9 Häftlinge des KZ-Außenlagers Karthagen. Denen gelang die Flucht. Hier sind sie. Aha. Naja. So, und jetzt kann ich euch genaue Infos geben. Ist es eine V1 oder eine V2? Das ist eine V2. Wahnsinn. So, Freunde, ein Personenzug der Peenemünder Bergbahn, eingesetzt 43 bis 1978. Unser Tommy ist immer Fotomotiv. Es sind überhaupt keine Sitze mehr drin, das waren nur Stehplätze oder was. Die S-Bahn 1943. 12 Haltepunkte. Schienennetz von fast 80 Kilometern. Personenverkehr von 5 bis 23 Uhr. Naja. Ah, hier ist die Karte. Zinnewitz, Straßenheide, Karthagen. Mhm. Freunde, jetzt weiß ich, was das ist hier. Das kam mir nämlich schon so bekannt vor. Ein Wehrmacht-Tarnscheinwerfer für Kraftfahrzeuge. Wisst ihr, woher ich das kenne? Aus meiner Bundeswehrzeit. Das haben die Fahrzeuge immer noch dran. Sowas wurde dann hier halt auch entwickelt, ne?
Und das müsste jetzt eine V1-Rakete sein da hinten. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier so dunkel ist bei mir. Aber ja, kennst du, oder? Ja, das ist eine Schleuder, die praktisch die V1-Rakete beschleunigt hat. Also sozusagen die Startrampe dafür. Na, jetzt geht's wieder los und zum Glück sind wir am Eingang. Wie ein Schwein. So, Freunde, ich glaube, wir gehen jetzt in die Ausstellung. Obwohl Ausstellung da hinten steht. Naja, aber auf jeden Fall haben wir Tickets oben fürs Dach. Und da haben wir einen ordentlichen Blick zu jeder Seite. So, Freunde, hier sind wir jetzt im Kraftwerk. So, also Tommy fühlt sich ja nicht ganz wohl. Das sind so Gebäude, wo er Angst hat. Na, das seht ihr hier. Aber an Mamas Hand macht er keine Zicken und geht trotzdem mit, was wirklich sehr gut ist. Und hier hinten ist der Fahrstuhl zur Aussichtsplattform. Da fahren wir dann mal hoch. Und Anna, beeindruckt? Mhm. Mhm. So, Freunde, und jetzt geht's hoch. Guck mal, Tommy, seine Armhaltung. Ja, ja, das ist schon. Не бойся. Er ist beeindruckt. Aber sind wir ja auch. Freunde, und los geht's. Schauen wir mal auf die Plattform. So, Tommy, Fahrstuhl. Oh, naja. Also, er hat schon Respekt und Angst, ne? Alles gut, mein Freund. Hm? Alles gut. Jetzt hat er Fahrstuhl ohne Fensterscheiben, das kennt er nicht. Weil sonst fährt er eigentlich gerne Fahrstuhl. Was ist das? Wir müssen hoch. Und los geht's. Und Tommy, alles gut. Ja, Diana macht auch Videos. Wahrscheinlich für ihren YouTube-Kanal. Boah, guck mal hier runter. Uiuiui. Oh, oh, jetzt im Boden. Und ich sehe schon einen tollen Ausblick. Mhm. Mhm.
Geld. Oh. Wahnsinn. Oh, guck mal, wir können noch ganz hoch. Ja, falls es offiziell ist, dass die Anna einen YouTube-Kanal hat, gebe ich euch Bescheid. Und ganz hier hinten sehen wir sogar die Ostsee. Und hier hinten das U-Boot, das schauen wir uns nachher noch von der Nähe an. Und hier drüben auf dieser Halbinsel, da gibt es sogar einen Stellplatz für Wohnmobile. Den kennen wir noch gar nicht. Sollten wir vielleicht mal stehen. Sieht auf jeden Fall interessant aus und ruhig vor allen Dingen. Ringsrum Wasser. Ja, und jetzt geht es mit dem Fahrstuhl wieder runter. Und dann schauen wir uns mal die Ausstellung an. Danach gehen wir zum U-Boot. Los geht's. So, Nummer 0. Guckt mal Tommys Haltung an. Er ist richtig verkrampft, ne? Aber er macht's mit und das ist halt so wunderbar. Er wird auch nicht zickig oder fängt dann an zu stänkern oder zeigt uns, dass es ihm nicht gefällt. Er ist da eher ruhig und wenn die Situation vorbei ist, ist er wieder ganz normal. Also ganz entspannt mit Tommy. Jetzt verstehst du, dass wir können auch machen A0 bis Mitte 0. Habe. Nee. Euch mal so eine Halle an, Freunde. Der absolute Wahnsinn. Das ist für einen Tommy überhaupt nichts. Er hat Angst. Aber er macht's, ne? Und dadurch nehmen wir wahrscheinlich seine Ängste irgendwann. Alles ist zu alt.
Er sagt jetzt ständig Maschine, Maschine. Was bedeutet, er möchte wieder ins Auto zurück. Also er fühlt sich nicht wohl, aber er geht noch mit. Es ist jetzt wahrscheinlich nur diese große Fabrikhalle. Drüben im Museum, bei der Ausstellung, da ist das halt nicht so groß, alles hier. Da hat er dann nicht so eine Angst. Und das war das Kraftwerk. Thank you.
Ja, Freunde, das soll es gewesen sein von Peenemünde. Wir hoffen, ihr hattet einen kleinen Eindruck. Für unser erstes Video nach dem Umzug, also eigentlich sind wir ja noch im Umzug und haben noch einen Haufen Stress, denke ich mal, haben wir was Interessantes für euch besichtigt. Von der Ausstellung haben wir jetzt kein Videomaterial gemacht, das könnt ihr euch selber angucken, war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ist schon beeindruckend, ne? Also hier an so einem Platz zu stehen, wo die V1 und V2 Rakete entwickelt oder abgeschossen und beobachtet wurde, wo ganz viel Kriegsgerät, neues Kriegsgerät, auch Düsenjets entwickelt wurden. Das ist schon mega interessant und ja, Wahnsinn, was die zur damaligen Zeit da so schon entwickelt haben in Deutschland. Auf der anderen Seite hat es halt so einen negativen Beigeschmack, ne? Dadurch wurden Raketen ermöglicht, die erstens zum Mond geflogen sind, was jetzt nicht so schlimm ist, aber ja, Atomraketen wurden halt danach auch gebaut. Ne? Und die haben wir heute noch und die bedrohen uns jetzt wieder. Oder naja, es ist auf jeden Fall was zum Nachdenken. Ne? Ja, guckt es euch mal an, Peenemünde können wir wirklich sehr empfehlen. Ihr habt ja gesehen, da kann man noch ein U-Boot besichtigen. Das ist ein russisches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Man kann noch ein anderes Kriegsschiff betrachten hier im Hafen. Es gibt hier noch ein Spielzeugmuseum. Es gibt die Phänomenta, die ich sehr gut finde. Ja, also wer auf der Insel Usedom im Sommer sein sollte oder irgendwann und ist schlechtes Wetter, also hier habt ihr ordentlich zu tun. Ne? Also sehr interessant. Am Freitag geht es mit einer Klartext Folge weiter, wo wir endlich mal wieder Klartext reden und so ein paar Fragen beantworten, ne, die jetzt so in den letzten 3 Wochen aufgekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis bald. Tommy, hattest du auch Spaß? Hat es dir gefallen? Du warst auf jeden Fall sehr, 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 sehr tapfer. Anna? Ja. Und was sagst du zu Peenemünde? War ja für dich auch beeindruckend, oder? Ja, war sehr cool. Sehr interessant. War sehr interessant. Ja. Naja, ist halt auch nicht so einfach. Ne? Da waren halt auch Bilder von Kriegsgefangenen, von russischen Kriegsgefangenen, die hier praktisch auch Zwangsarbeit durchführen mussten. Eine Geschichte halt, ne? Ja. Ja, eigentlich hatten wir ja gedacht, wir lernen aus der Geschichte, aber wir lernen wahrscheinlich nicht aus der Geschichte. Naja, wahrscheinlich so lange, wie es die USA auf diesem Planeten gibt, geht die Geschichte immer weiter und dreht sich im Kreis. So, macht's gut!